stelle ich euch die kleinste Action Cam der Welt vor. Welche das ist und was man damit alles machen kann, das erfahrt ihr in diesem Video nach dem Intro. Also, bleibt dran! Hallo, willkommen, nämlich das Welt-YouTube-Kanal. Wenn euch auch für die Themen Kameras, Drohnen, Technik im Allgemeinen interessiert, dann wäre es der richtige Zeitpunkt, meinen Kanal zu abonnieren. Einfach hier unten rechts auf den Abo-Button klicken, da würdet ihr mich und meinen Kanal unterstützen. Nun aber zum Thema, die kleinste Action kam der Welt. Ihr habt es ja schon vom Intro gesehen, da waren so ein paar kleine Ausschnitte dabei. Beispielsweise war die Cam hier an meinem RC-Car befestigt, an meinem Dickey Feuerwehrboot oder an mir selbst, während ich gewandert bin, beim Joggen, beim Fahrradfahren oder mit dem E-Scooter, am Hals der kleinen Delia, natürlich auch das Dashcam im Auto und... Ihr könnt es auch in so einem kleinen Auto befestigen und ganz besonders natürlich hier an so einer FPV-Drohne und besitzt einen speziellen FPV-Modus dafür. Seid ihr seid ja wahrscheinlich schon sehr neugierig, welche Kamera das ist. Wer meinen Kanal abonniert hat, dürfte sie schon kennen. Es ist die Insta360 Go 2. Da werde ich ein paar Videos in Zukunft auch dazu machen und zu heute halt einfach mal kurz vorstellen, damit ihr wisst, wovon ich eigentlich rede und was für eine Kamera das ist. Wenn ihr fragt, warum ich die Kamera erst jetzt vorstelle, weil es die ja schon einige Monate gibt. Naja, ich wollte nicht gleich noch einer Woche schon ein Video machen, sondern ich wollte die Kamera wirklich massiv ausprobieren und testen. Ihr seht schon hier, die Kamera liegt hier in der Verpackung ganz lose drin, fällt aber nicht runter, weil die ist magnetisch. Die können an allen möglichen Flächen befestigen, die magnetisch sind. Und die hält auch bombenfest, wenn die Fläche gerade ist. An so einem runden Fahrradrahmen würde ich die Kamera nicht befestigen. Sollte wirklich schon eine glatte Fläche sein, eine waagerechte Fläche, weil da könnte sie unter Umständen abfallen, weil so stark ist der Magnet jetzt auch nicht. Und im Lieferumfang ist einiges enthalten. Ich möchte jetzt kein großes Unboxing machen. Ähm, einfach hier so verschiedene Dinge, wie zum Beispiel hier so Befestigung der Kamera, hier so ein Cap Clip. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr die Kamera richtig rum rein Ich hatte sie am Anfang schon falsch rum drin. So stößt sie quasi ab. Das sieht zwar aus, als wenn sie hält, aber schwupps. Sie fällt auch sofort wieder raus. Also man muss da auch wirklich richtig rum rein tun, und das hört man auch. Wenn es so klackt dann ist die Kamera wirklich richtig drin. Dann gibt es so ein sogenanntes Pivot-Stand. Da können die Kamera auch rein machen und eben hier mit diesem Halter zum Beispiel, wenn ihr jetzt im äh, Wasser seid. Die Kamera ist nämlich bis vier Meter wasserdicht. Auch problemlos damit baden gehen oder tauchen, wenn ihr zum Beispiel irgendwo einen Korallenriff halt filmen wollt. Und Ihr könnt sie auch befestigen, indem ihr einfach das hier absieht. Das ist so ein ja, Handschlaufenhalter für die Hand, fürs Handgelenk, damit sie halt nicht äh, runterfallen kann. Und hat hier so eine ja, adhesive Fläche. Wenn ihr hier diesen äh, Schutzstreifen absieht, könnt ihr die Kamera beispielsweise an so ganz glatten Flächen befestigen, wie beispielsweise an einem Fenster. Ein weiteres Zubehörteil, das versteckt sich hier drin, deswegen konnte die Kamera auch so cool in der Verpackung halten, ist dieser kleine Anhänger. Den könnt ihr euch jetzt beispielsweise so um den Hals machen. Und. Äh, unter den Klamotten verstecken. Und dann hält die Kamera so. Die hatte ich so auch schon auf einigen Touren dabei. Ich bin da mit Fahrrad gefahren, auch relativ schnell im Gelände, wo es richtig, ja, schottrig war und das auch ordentlich gewackelt hat. Ich hatte sie beim Wandern dabei auf meinem Roller und das hält wirklich bombenfest. Der Stoff darf halt nicht so dick sein, damit er noch genug Kraft da ist, um eben die Kamera zu halten. Ihr könnt diesen Magnethalter aber auch nehmen und so beispielsweise hier in so einer Tasche, in so einer Jackentasche befestigen und, äh, es dann halt so dran, ja. Das funktioniert auch. Und äh, ist wie gesagt sehr stabil. Ich würde jetzt keine riesigen Sprünge damit machen, dann könnte die Kamera vielleicht abfallen, aber man sieht, sie hat hier an der Stelle, wo es auch eingezeichnet ist, wo man die Kamera befestigen soll, also auch eine wirklich starke äh, Magnetkraft, also man muss schon Kraft aufwenden, die Kamera wieder zu so lösen. Die Insta360 Go 2 ist also wirklich absolut mickrig klein, wie ihr seht. Also hier, wenn ich die mal so gegen den kleinen Finger lege, ja, sie ist äh, so, ja, groß wie zwei Glieder von meinem kleinen Finger. Ein bisschen dicker ist sie schon und wiegt halt eben nur 26,5 Gramm, also leichter als jede aktuelle auf dem Markt erhältliche, moderne neue Action-Cam. Und das macht die Kamera halt wirklich aus, als immer dabei Kamera. Eingeschaltet wird die Kamera über den Taster, durch einmaliges drücken. Beginnt hier die LED zu leuchten und die blinkt dann und signalisiert somit, dass die Aufnahme läuft. Ihr könnt über die App die Taste auch belegen. Die hat verschiedene Funktionen. Je nachdem, ob die Kamera aus- oder eingeschaltet, also im Standby ist, könnt ihr durch einen einmaligen oder doppelten Druck der Taste ein Foto oder ein Video machen oder einen bestimmten Videomod starten. Also, ihr habt eigentlich vier verschiedene Möglichkeiten der Aufnahme, die starten können, je nachdem, in welchem Zustand und wie oft ihr diese Taste drückt. Und das könnt ihr halt über die App konfigurieren wie die Kamera bei einem entsprechenden Tastendruck dann reagieren soll, also was ihr halt aufnehmen soll, ein Foto oder ein Video halt. Der Clou bei der Sache ist dann hier dieser Halter, also dieses Ladecase, da wird die Kamera einfach reingelegt, die hat einen Akku, der hat 110 Milliampere Stunden. Die Kamera kann maximal 30 Minuten aufnehmen, da komme ich gleich noch so. Dieses Ladecase hat also einen integrierten Akku mit 1100 mAh Stunden und der kann eurer Kamera fünfmal laden. Das heißt, ihr könntet also 150 Minuten mit der Kamera aufnehmen, wenn sie in dem Ladecase wäre oder sie so halt eben fünfmal aufladen. Bei dem Ladecase handelt es sich aber nicht nur um Ladecase, sondern das hat noch weitere Möglichkeiten. Es fungiert nämlich auch als Fernbedienung. Und zwar über Bluetooth könnt ihr bis zu so zehn Meter eure Kamera fernbedienen. Wenn ihr sie rausnehmt und drückt dann hier auf dem Ladecase einen Knopf, um sie zu verbinden, Dauert das einen Augenblick und dann könnt ihr einfach einen der Video- oder Fotomodi auswählen und durch Drück auf die Record-Taste wird die Aufnahme gesteuert, bis zu 10 Meter Entfernung. Aber das ist noch nicht alles. Ein weiterer Vorteil des Ladecase ist, die hat hier hinten so ein ausklappbares Stativ. Sind solche Beinchen dran. Als ich zum Beispiel den xiaomi roller getestet habe für mein Video, habe ich die einfach auf den Boden gestellt und bin mit dem Roller einer Kamera vorbeigefahren, ohne irgendwie ein Stativ mitnehmen zu müssen. Einfach so, total einfach. Mit dem Stativgewinde könnt ihr die Kamera somit auch an jedes handelsübliche Stativ befestigen. Die Auflösung der Kamera beträgt 1440p, also nicht ganz 4K, sondern nur 2,7K. Das ist aber der Größe geschuldet. Ich denke mal, die wird so schon relativ heiß und wenn da jetzt auch noch 4K-Verarbeitung stattfinden würde, denke ich, würde das äh, halt die Kamera schnell überhitzen und ihr hättet viel kürzere Laufzeiten. Die Framerate beträgt äh, 24, 25, 30 und 50 FPS. Anfangs war das noch beschränkt auf bestimmte Videomodi. Da hattet ihr die, die 50, 30, wohl nur im Basic Mode und im äh, Pro Mode. 24 25 FPS nicht, das ist mittlerweile nachgelegt worden durch ein Firmware Update, so könnt ihr halt eben in allen Modi auch die 24 25 FPS verwenden. Das Video selber wird im MP4 Format aufgezeichnet. Ihr könnt äh, bestimmte Farbprofile nehmen, aber ihr habt auch ein Log Profil. Wenn ihr ein Log Profil habt, das Kennt ihr vielleicht von den Drohnen her, könnt ihr ein weniger gesättigtes Profil nehmen, wo ihr erst die Farben später hinzufügt, weil es doch relativ bunt und knallig ist, was über die normalen Modi herauskommt. Ihr habt verschiedene Videomodi zur Verfügung. Einmal gibt's einen Basic-Modus mit einer ja, Basisstabilisierung, da ist die Standardbetriebslaufzeit 15 Minuten. Dann gibt es einen Pro-Modus, der hat die sogenannte flow state stabilisierung der ist natürlich deutlich performanter, was die Stabilisierung angeht. Da könnt ihr die Kamera aber nur 10 Minuten verwenden. Das gilt nur für Aufnahmen, die ihr so am Boden macht. Wenn ihr aber die Kamera an der FPV-Drohne befestigen möchtet, gibt es einen sogenannten FPV-Modus. Den könnt ihr entweder hier über das Kameramenü eurer Ladeschale aktivieren oder halt eben auch über die App, indem ihr die Taste schon entsprechend belegt, dass im FPV-Modus gestartet wird. Was bringt euch das? Ganz einfach im FPV Modus könnt ihr in diesem Basismodus oder halt eben auch im Pro Modus bis zu 30 Minuten am Stück filmen, also quasi bis der Akku leer ist. Aber Vorsicht, wenn ihr den einstellt, gerade in der App kriegt ihr so eine Warnmeldung die euch eben auch darauf hinweist, dass das wirklich nur in Verbindung mit einer FPV-Drohne verwendet werden sollte. Denn die lange Laufzeit erzeugt eine sehr große Hitze und da muss die Kamera natürlich entsprechend gekühlt werden. Und wenn ihr halt mit einer FPV-Drohne unterwegs seid, dann ist es ja gewährleistet, da seid ihr ja relativ schnell in der Luft unterwegs. Neben dem Pro- und Basismodus gibt es auch noch einen sogenannten HDR-Modus, der halt eben nochmal so eine HDR-Aufnahme euch bietet. Ihr habt auch noch verschiedene Funktionen äh, des Zeitraffers, es gibt also einen Timelapse. Ein bewegten Zeitraffer und eben ganz normalen Zeitraffer und ihr habt auch noch so eine Slow Motion, wo ihr halt mit 120 FPS aufnimmt, aber dann halt nur in 1080p und könnt hinterher halt eine schöne Zeitlupe-Aufnahme damit generieren. Außerdem kann die Kamera auch fotografieren und das sogar im Rohrformat. Der Sensor ist ein 1 zu 2.3 Zoll sensor und der Vorteil ist, der ist quadratisch. Das heißt, ihr müsst nicht darauf achten, ob ihr die Kamera so oder so befestigt denn, ihr könnt das Bild später wieder um 90 Grad drehen, dass ihr also um 16 zu 9 oder 9 zu 16 Format das Ganze halt bearbeitet. Ihr müsst euch auch keine Gedanken über den Blickwinkel machen. Denn wenn ihr im Ultra-Weitwinkel aufnehmt, könnt ihr dann in der App oder später in der Insta-Software im PC den Blickwinkel auch noch nachträglich verändern. Und da halt eben die Action View einstellen oder die lineare Ansicht oder die schmale Ansicht. Und ihr könnt auch, wenn ihr mit der Maus in das Bild reinklickt und es nach oben oder unten zieht, auch nochmal die Ansicht verändern. Also mal mehr nach oben oder mehr nach unten schauen. Wenn ihr das Video fertig bearbeitet habt, das heißt, ihr habt euch dann für die Ansicht entschieden. 16 zu 9 oder 9 zu 16 oder 1 zu 1. Und für den entsprechenden ja, Field of View, für den entsprechenden Blickwinkel, wenn ihr das alles eingestellt habt, die entsprechenden Szenen ausgewählt habt, dann könnt ihr das Video einfach als MP4 wieder exportieren. Ihr müsst das Video bearbeiten und exportieren, weil das normale Format von einem Video schaut ein bisschen komisch aus, also ist ein bisschen rund und verzerrt und ihr müsst quasi erst in der App oder halt eben am PC mit der entsprechenden Software von Insta das Video bearbeiten und entsprechend an eurem PC mit Premiere oder DaVinci Resolve weiter bearbeiten. Neben der Bedienung an der Kamera selber könnt ihr die Kamera natürlich auch mit der App steuern. Und zwar über WLAN. Ihr verbindet die Kamera einfach mit eurer App und in der App könnt ihr dann auch eine Live-Ansicht von eurem Bild sehen und die Kamera zum Beispiel, wenn ihr es an der FPV-Drohne installieren wollt, schon mal so ausrichten, wie ihr das Bild halt später halt haben wollt. Sonst wäre das Ganze ja. Glückssache. Natürlich bietet euch die App auch so eine rudimentäre Videobearbeitung, wo ihr halt eben auch schon so mit Soundtracks die Insta halt bereitstellt, so kleine ja, Schnitte schon machen könnt, um das Video mehr oder weniger schon direkt vom Smartphone ins Social Media hochzuladen. Als Speicher hat die Kamera 32 GB, davon stehen euch aber nach Abzug, was das Betriebssystem halt braucht, so ungefähr 26 GB zur Verfügung. Das ist nicht wirklich viel. Da hätte ich mir mehr gewünscht. Heutzutage hätte man da auch locker mit 64 GB arbeiten können. Die Akkulaufzeit der Kamera beträgt 30 Minuten und das reicht eben, wie gesagt, aus, um die Speicherkarte vollzustreiben. Wenn ihr halt eben den äh, Pro-Modus nutzt und da halt eben auch eine hohe Framerate von 50 FPS, dann ist diese Speicherkarte schnell voll, wenn es überhaupt reicht, um 30 Minuten aufzunehmen. Der Vorteil des Ladecases mit dem Akku ist dann halt eben, wenn ihr beispielsweise jetzt so 20 Minuten gefilmt habt und ihr merkt, oh mein Akku, der wird langsam leer, ich brauche die Kamera gerade nicht, ihr seid auf einer Wanderung, dann steckt ihr die Kamera einfach hier rein, dann wird... Die wieder aufgeladen über das Case und wenn ihr dann vielleicht nach einer halben Stunde die wieder rausnehmt, ist die auch wieder vollgeladen. Und zwar schafft das Case es, den Akku der Kamera in 35 Minuten wieder aufzuladen. Das Case selber, das wird in 65 Minuten aufgeladen. Das braucht halt ein bisschen länger, weil es ja auch eine deutlich höhere Kapazität hat. Als Schnittstellen zur Konnektivität habt ihr eben, wie gesagt, Bluetooth, um die Kamera fern zu bedienen und WLAN, um beispielsweise die Daten dann auf euer Smartphone zu holen, um sie da zu bearbeiten oder halt eben auch um so eine Live-View zu haben über WLAN, um eben auch zu so sehen, was filmt die Kamera, aber da seid ihr natürlich begrenzt auf die WLAN-Reichweite. Allzu weit wird es nicht funktionieren. Ich nutze das halt einfach nur, um mein Bild zu kontrollieren. Die Kamera selber ist wasserdicht und nach IPX8 zertifiziert und kann bis zu vier Meter tief unter Wasser mitgenommen werden. Über die Zeitdauer habe ich jetzt keine Angaben gefunden, aber ich denke mal, so ein paar Stunden sollten kein Problem sein. Das Case selber ist natürlich nicht wasserdicht. Das ist logisch. Wenn ihr weitere Halter wollt, könnt ihr natürlich auch dieses Mount Adapter Bundle bestellen. Da sind so GoPro-kompatible Halter dabei, wo ihr halt eben auch die Kamera an entsprechendem GoPro-Zubehör befestigen könnt. Das müsst ihr extra kaufen, das ist nicht bei der Kamera dabei. Und da habt ihr eben den Vorteil, hier sind solche Halterungen, einmal so eine etwas abgerundet, die wäre zum Beispiel optimal, um sie vielleicht äh, am Fahrradhelm zu befestigen oder Motorradhelm. Mit diesen 3M Klebepads, die eben doppelseitig kleben. Und es gibt zusätzlich auch nochmal so einen flachen Halter, den könnt ihr halt eben für alles, was flach ist, nehmen. Und die Kamera selber wird dann hiermit einfach auf diesen Halter befestigt oder wenn ihr schon entsprechendes GoPro Zubehör habt, könnt ihr natürlich die Kamera auch daran befestigen. Dann gibt es in diesem Mount Adapter Band noch einen weiteren Halter, mit dem könnt ihr sie auch an einem Stativ befestigen, genauso wie am Ladecase. Aber ich finde das hiermit besser, weil das hat wirklich eine richtig Gute, sichere Befestigung wird auch bei Erschütterungen nicht sich verstellen. Also, das ist wirklich sehr stabil hier. Ja, da muss man schon viel Druck anwenden. Wenn ihr aber das ladekäse an einem Stativ befestigt, dann habt ihr ja oben dieses Gelenk. Und dieses Gelenk, das ist nicht besonders stabil. Das heißt, wenn ihr dann das an einem Stativ befestigt, das sich dann bewegt, irgendwo am Fahrrad oder so, ja, dann äh, funktioniert das so nicht. Aber so würde das funktionieren. Neben dem Halter mit der GoPro-Befestigung gibt es auch nochmal einen weiteren Halter, der nicht magnetisch ist. Den könnte man zum Beispiel, weil er halt vom Gewicht auch leichter ist, an der Drohne befestigen. Dann wird die Kamera einfach hier so reingesteckt und wird halt eben so hier an diesem Halter beispielsweise befestigt und könnt den dann so an der Drohne befestigen oder an irgendwas anderem, wo es halt eben wirklich auf mehr Halt ankommt. Wenn ihr es aber hier drin habt, dann könnte die Kamera bei ganz starken Erschütterungen vielleicht rausfallen. Sieht man auch hier, es ist gerade passiert. Der Vorteil der abschraubbaren Linse ist eben auch, dass sie sich schön austauschen können, ne? weil der Vorgänger hatte das nicht. Und wenn da die Linse irgendwie zerkratzt, wenn eure Drohne ins Feld und in den Dreck fällt, ja, dann ist die Linse zerkratzt. Dann könnt ihr das nicht mehr reparieren. Hier schraubt er einfach die Linse ab und äh, macht eine andere Linse drauf. Und ich habe mir ja schon gleich eine Reservelinse bestellt. Die hat auch sehr lange Lieferzeiten. Empfehle ich am besten gleich mit dem Kauf der Kamera zu machen. Und dann hat man halt einfach hier nochmal so eine zweite Schutzlinse für die Kamera. Die Kamera ist auch sehr stabil, die ist mir sogar einmal schon hier aus der Höhe runtergefallen, auf den Asphalt, sogar zweimal mit dem Ladecase und einmal ohne. Und äh, es waren keine Beschädigungen zu erkennen. Also hier oben ist ein Stück rausgebrochen, ja, aber die Kamera funktioniert immer noch und ist auch immer noch wasserdicht. Kommen wir zu dem, was meiner Kamera gut gefällt und nicht so gut gefällt. Gut gefällt mir auf jeden Fall die Kompaktheit der Kamera. Also die ist wirklich absolut genial und die nimmt man einfach viel lieber mal mit als so eine große Action-Cam, wo man dann ein Riesen Set an Befestigung braucht. Dann finde ich auch die Videoqualität, obwohl es nur 2,7K ist, wirklich genial. Die ist wirklich klasse und vor allen Dingen auch durch die vielen Einstellmöglichkeiten, die man hat. Was mir auch gut gefällt, ist, dass man die Videos sehr gut und einfach am PC bearbeiten und exportieren kann und eben auch die Möglichkeit hat, später nochmal den Blickwinkel und verschiedene andere Sachen einzustellen. Ist man bei der Aufnahme noch nicht so festgelegt und muss nicht vor der Aufnahme sich belegen, muss ich die Kamera jetzt so oder so anbringen und welchen äh, Winkel, welchen Field of View muss ich einstellen. Da muss man vorher einfach keine Gedanken machen. Was ich wirklich toll finde, ist die Flowstate-Stabilisierung. Die hat tatsächlich nicht allzu oft versagt. Nur wenn man halt geht mit der Kamera, beim Wandern zum Beispiel. Da habe ich das halt gemerkt, wenn man dann geht und dann auch äh, ja, ein bisschen geschafft ist und schon ein bisschen härtere Schritte macht, dann sieht man auch die Gehbewegung in der Kamera. Also beim Gehen und beim Laufen ist sie nicht wirklich so geeignet. Vielleicht hätte ich sie auch woanders festmachen müssen, vielleicht irgendwie einem Helm am Kopf oder am Käppi. Aber wenn man sie halt eben mit dem Amulett an der Jacke befestigt, da hat man einfach tatsächlich die Gehbewegung drin. Beim Fahrradfahren oder eben auch mit dem RCK oder dem Boot, da habe ich überhaupt gar keine Probleme mit der Stabilisierung gehabt, die war da wirklich absolut genial. Richtig cool finde ich natürlich auch das Case, weil es im Gegensatz zum Vorgänger nicht einfach nur eine Ladefunktion hat, sondern das Case dient halt eben auch jetzt als Fernbedienung und es hat auch ein Stativ, das manchmal so im Notfall auf jeden Fall auch sinnvoll ist. Ich habe auch bei der Wanderung beispielsweise die Stativ gebraucht, um eben so ein paar Abschnitte zu filmen, wo ich gelaufen bin. Kamera einfach hingestellt, nicht so viel Gedanken machen, irgendein Stativ aufzubauen, was ganz komplex ist, sondern einfach nur die Kamera irgendwo draufstellen mit dem integrierten Füßchen und das funktioniert absolut klasse. Gut finde ich auch, dass schon relativ viele Befestigungsmöglichkeiten im Lieferumfang dabei sind. Wenn euch das nicht reicht, dann müsst ihr halt eben hier noch dieses Mount Adapter Bundle bestellen. Das habe ich euch schon noch verlinkt, genauso wie die Kamera. Besonders gut gefallen mir auch die vielen Features und Modi, die die Kamera hat. Also nicht eben nur die, die Videomodi, sondern habt ihr ja auch noch die Möglichkeit, so eine Slow-Motion zu machen. Oder was ich auch ganz toll finde, sind diese Timelapse-Funktionen, diese Zeitraffer. Da habt ihr halt einfach auch die Möglichkeit, über einen sehr langen Zeitraum was aufzunehmen, also eine halbe Stunde beispielsweise, schneller ablaufen zu lassen und braucht dafür auch nicht so viel Speicherplatz auf der Kamera, weil würdet ihr einfach so ein Video so lange laufen lassen, um es hinterher schneller abzuspielen, da braucht ihr natürlich viel mehr Speicherplatz, habt es dann aber in einer höheren Auflösung. Es gibt auch Dinge, die mir nicht so gut gefallen. Unter anderem ist das einmal der Jello-Effekt, der bei der Drohne aufgetreten ist. Und zwar egal, welche Drohne ich verwende und wie ich sie befestige, die Kamera. Ich habe immer so ein bisschen einen Jello-Effekt drin. Ja, das heißt, das Bild wabert so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen unruhig und das ist halt nicht wirklich schön, weil wenn sich die Vibrationen auf die Kamera übertragen, dann sieht man das halt eben auch im Video und ich habe noch nicht rausgefunden, wie man den beseitigen kann. Und auch mit dem neuen Firmware-Update hat sich da nichts dran verbessert. Was mir auch nicht so gut gefällt, ist der Magnet. Das also ist für normale Alltagsbedingungen, da reicht der vollkommen aus. Aber wenn man jetzt wirklich so actionreiche Sachen damit machen will, also wirklich so einen harten Dreh mit dem Fahrrad fährt und dann den Magnet irgendwo mit diesem Magnethalter befestigt, könnte ich mir gut vorstellen, dass die Kamera da unter Umständen rausfällt. Da würde ich irgendwie noch mit dem Klebeband arbeiten. Das wäre mir dann zu heikel. Der könnte aus meiner Sicht nochmal deutlich fester sein. Das größte Manko aus meiner Sicht ist eines die Speicherkapazität, weil mit knapp 27 GB hat man ja nicht wirklich viel. Denn die Kamera kann eine halbe Stunde aufnehmen und je nachdem, was ihr da einstellt, ist noch eine halbe Stunde der interne Speicher voll. Dann bringt es euch auch nichts, wenn ihr die Kamera noch viermal aufladen könnt mit eurem Case. Ihr habt ja keinen Speicher mehr. Ihr müsstet ja dann quasi ein Smartphone und einen Laptop dabei haben, um die Daten von der Kamera runterzubringen, um sie dann quasi wieder weiter benutzen zu können. Und von daher finde ich das halt schon ein Manko. Also 64 oder 128 GB wären da natürlich optimal gewesen, sodass man die gesamte Laufzeit, die man ja hat mit dem Case von 150 Minuten, auch wirklich Videos aufzeichnen kann. Insgesamt bin ich mit der Insta360 Go 2 sehr zufrieden. Sie ist halt wirklich sehr klein und kompakt und selbst auch im Ladecase ist sie nicht wirklich groß, so dass man sie halt einfach immer dabei hat. Und egal, ob ich zum Wandern bin in den Bergen, auch wenn es nass ist oder so, ist das kein Problem oder eben auch beim Fahrradfahren und mit dem Roller, war sie immer dabei und ich habe immer schnell coole Aufnahmen machen können, ohne mir Gedanken ja, machen zu müssen über die richtige Art der Befestigung. Und wenn man so ein bisschen Spaß haben will, kann man sie halt eben auch an dem Boot befestigen oder an dem RCK. Das geht außer also auch problemlos. Oder halt eben auch an der Drohne. Da hoffe ich halt einfach nochmal, dass ich das Thema Jello in den Griff kriege. Wenn euch die Kamera gefällt, ich habe es euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Genauso wie das Mount Adapter Bundle. Set und eben auch diesen Lensguard, also den zusätzlichen Linsenschutz. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Daumen nach oben gebt und bedanke mich an der Stelle für's Zuschauen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal in michelsfeld Welt YouTube-Kanal.